Heute waren wir unterwegs mit unserem Gasthund Maya und sind hinaufgefahren zur Burg Hallburg. Die Burg Hallburg ist leider immer noch geschlossen, denn im Jahr 2016 im Mai gab es ein verheerendes Feuer auf dieser Hallburg und seitdem ist diese Burg immer noch geschlossen. Etwas zur Geschichte zur Hallburg. Vermutlich wurde sie 1230 im Besitz der Grafen zu Castell gebaut, die im 11. Jahrhundert die Vogteirechte zu Volkach hatten. Sie war also eine Zollburg am Main. Also diese Burg hatte natürlich eine wechselhafte Geschichte und auch im Bauernkrieg wurde sie geplündert von den Volkacher und Baader Bauern. Im Jahr 1631 besetzten die Schweden die Burg und feierten in der Kapelle protestantischen Gottesdienst. Die Burg hat schon einiges gesehen, wurde oft vermietet, es zog schon englisches Militär ein und ein russischer Baron hat auch hier schon gehaust. Heute gehört die Burg den Graf von Schönborn. Hier fahren wir jetzt über Main bei Bipfelt. Ja, wir haben eine schöne Rundfahrt gemacht mit Besuch auf der Hallburg. Vielleicht haben euch die Bilder ein bisschen gefallen mit unserem Gasthund, der Maya.